Yeah, schon wieder Outro. Okay, meine Freunde, ein paar hab ich noch. Ein paar Lines hab ich noch. Ey, let's go. Es ist der Modemarkentragende, im Rotlicht abends fahrende und Kohibat-Zigarren puffende Boss, den sogar die meisten Drogenmafia-Paten meiden. Denn ich hab die God-Aura wie Akira Toriyamas Markenzeichen. Kid, ey, nur Primaten in der Branche Rapper machen Metamorphose im wahrsten Sinn des Wortes. Denn solche Texte können nur von Affenhirnen kommen und sie lassen sich wie Motten vom Rampenlicht verlocken. Ich seh eure ganzen Album-Singles floppen, bei mir kommt der Reiz nicht an, als würden ihn Synapsengifte blocken. Dieser Darwin hat sich doch für mich als rechtens erwiesen. Es gibt die Evolution und ihr seid stecken geblieben. Ihr seid echt ein Haufen Bitches, lügt in euren Tracks, bückt euch fürs Geschäft und nennt es Let's Get Down to Business. Mois, ich bin Selfmade Man wie Kevin Costner und jag Snitches im Game hinterher, als wär ich Harry Potter. Guckt die Presse, Opfer schreiben wieder mal aufs Titelblatt. Geschichten ziehen sich die Fadenkonstrukte dann aus ihrem Arsch wie Spinnen. Sie wollen Rapper verbieten mit ihren Hetznarrativen, doch der Boss steppt durch ihren Blätterwald mit Häckselmaschine und begeht Kapitalverbrechen. Ich kann Kapital versprechen, ich werd ihm für jeden neuen Wacken Kapital versprechen. Kid, kann da möchte gern mir folgen, nur wenn ich ihn mal aus Luftschlössern hol, starr ich Löcher in die Wolken. Warum müsst ihr mich auch alle nerven? Ich bin wie Sophokles, dann mach ich mal ein Drama, endet es im Massensterben. Mörderischer Battle-Rap, nice Clips und Sounds. Ey, du Pfeife, willst das auch, doch hast ein körperliches Handicap. Mois, du bist dünner als die Maus vom iMac. Ist wie Eintopfkleckerei, weil der Lauch vom Fleisch fällt. Du blosser Nerd, hast du beim Zocken Waffen und Skills, denn du sammelst mehr Skins als dieser Buffalo Bill. Johnny, nach Punkten hätte ich dich im Battle lückenlos besiegt, doch du schützt dich vor dem Beef mit Rückenpolitik und brüstest dich als G, doch bist ein schwacher MC. Und du zitterst hier beim Hören, grad im Takt zu dem Beat. Ich könnte doch sagen, ich verdresch dich mit Jugoslawen, doch der Stil, der ist nicht meiner, wie englische Durtonart. Mois, ich komm vorbei, seh dich in deiner Dorfidylle spielen, da verschluckst du dich vor Schreck an deinem Corny-Müsli-Riegel. Du kriegst Panik, weil ich dich auch ohne meine Crew besuch. Da sagt der Vogel was zum Geier, ähnlich wie im Dschungelbuch. Layer, ey, ich fahr lässig vor und das Ding ist schnell vom Tisch, wie beim Wettessen der Fantastic Four. Yeah, er blickt mich mit geschockten Augen an und glaubt nicht dran, dass sein Körper das kommende Gekloppe überdauern kann. Denn des Bosses Power Punch ist dein Leben lang kräftezehrend, so wie Obelix vom Zaubertrank. Ich prügel dieser Plage den Schädel ein, denn für sein gewagtes Benehmen bezahlt er mit Lebenszeit. Ich lasse mich gehen, mache gemächlich weiter, wie lang das noch geht, eine geschlagene Ewigkeit. Bis der Maul hält mal, das Maul hält, lass ich Unterkiefer brechen, weil er viel aufs Spiel setzt, wie bei Bundesliga-Wetten. Ich geh kurz mal die verschrecken, und ist der Schauer vorbei, werden sie abgezogen wie Duschkabinenwände. Hey, dein Luxusmode-Pulli mit dem funkeln schimmernden Goldsticker reiß ich mir unter den Nagel, so wie bei ungeschliffenem Holzsplitter. Kid, ey, dein Leben steht auf Messers Schneide, doch du wärst auch Durchschnitt, wenn ich dich nicht in zwei Hälften teile. Rapper werden dann nach meinen Kettenreime-Punches im Betten eingefahren, bei den Nervenheilanstalten anstatt Bängen heißt es Bangen. Ich hab Manpower-Rap-Aura, echter Mann mit Pferdeschwanz am Körper wie ein Zentaur. Ich steig von dem Sorgenkind zum Boss im Biss auf, vor dem sich Rapper danach ordentlich grauen wie Kids bei Watership Down. Sie finden den Rap des Bosses lahm, Kid, ich mach Double Time und sie verwerfen die Annahme wie Oli Kahn. Mois, in letzter Zeit kommt bei mir oft ein Tinnitus vor, denn jedes Mal, wenn jemand betet, hab ich nen Klingeln im Ohr. Kid, ich mach Welle mit Flow, selbst fucking Aquaman verschlingt die Flut und bring mehr Schenkelklopfer als der Farid Bang in Interviews. Und dann geh ich auf Tour, weiß nicht wie lang es noch dauert, doch das Programm wird abgefahren wie bei Smart Home Staubsauger. Während du armes Schwein dann nachts allein den Tankstellenbein kippst, stehen ansehnliche Chicks Schlange bei den Gigs. Ey, guck der Vibermagnet, hey, fängt er an Texte zu spitten, zieht er Frauen schneller an als die Handbremse beim Driften. Kid, ich bin kein Wrestling-Künstler wie Booker T,
Doch werf den Blick lässig über die Schulter. Sie sind anfangs noch so schüchtern, doch fangen an aus sich rauszukommen. Face ID, ein Blick reicht und sie sind aufgeschlossen. Ich decke jede Sparte ab mit fabelhaften Lines. In Sachen Parts verfassen kann ich dir eine Masterarbeit schreiben. Und ihr fahrt diesen Film mit. Denkt ihr hättet Rap studiert, doch seid ihr euer Rückgrat höchstens schwach ausgebildet. Denn der Weg zur Spitze ist härter als Mai Tai Kämpfe. Laufend anstrengen bis zum Ziel wie beim Dreibeinrennen. Okay, der braucht wieder ein bisschen, doch der Boss gibt keinen Fick, zieht durch, macht keine Pause, denn er sieht im Moment die Chance, sein ganzes Geld zu verwalten. Seine einzige Sorge sind dicke Safes, die zerplatzen. Die Geschäfte verlaufen noch stets am Ende des Tages wie die gelbblaue Farbe in der Dämmerungsphase. Ey yo Robbie, gib mir bitte noch nen 16er rüber. Soll noch einer sagen, ich werd für den Rap-Fame zum Lügner. Kid, ich hab die Karten stets gut angelegt wie Solitär. Ihr gebt euch Mühe und ich räum die Datenbank von Holly leer. Wenn es raffgierig, sie nicht zu nehmen, wäre schwachsinnig. Ich hör erst auf, wenn bei Genius die Server überlastet sind. Ja, yeah. Und so schnell sind 100 Bars eingerappt, meine Freunde. Dann würde ich sagen, erholt euch erstmal davon. Zuhälter-Tape 7 kommt dann in ein paar Wochen, wenn Holly, wenn ich Zeit hab. Poste Rheinland, falls wir uns wiedersehen. Wie wir hier in Mainz sagen, wir sehen uns an der Spitze der Charts. Die sind auch wie Spiegel, weil sie den Hauptmeister anzeigen. Yeah. Und damit vielen Dank für 1000 Abos. Bei 2000 mache ich Sunny oder so, keine Ahnung.